Hallo Jena. In dieser Woche haben beide unsere Hochschulen in Jena, die Friedrich-Schiller-Universität und die Ernst-Abbe-Hochschule, offiziell und feierlich ihre neuen Erstsemester kennengelernt, eingeführt, immatrikuliert. Das sind in den vergangenen Jahren vor Corona ja immer große Veranstaltungen gewesen, in großem feierlichen, festlichen Rahmen im Volkshaus gerne mit hunderten Gästen. Das ist natürlich so im Moment noch immer nicht möglich. Letztes Jahr ging es gar nicht. Aber beide, die Ernst-Abbe-Hochschule und die Friedrich-Schiller-Universität, haben auf wunderbare Weise gezeigt, wie man solche Veranstaltungen ebenso würdig auch hybrid durchführen kann. Ich durfte in beiden Fällen dabei sein. Das ist ein wichtiges Zeichen auch immer, dass die Beziehungen zwischen den Hochschulen, zwischen der Wissenschaft und der Stadt in Jena sehr, sehr eng sind, und habe mich in beiden Formaten, bei der EAH und bei der FSU, sehr über die gelungene Umsetzung gefreut. Es sind Traditionen beibehalten worden, die sehr, sehr schön auch immer für die Erstsemester und ihre Familien sind. Zum Beispiel, dass eben von jeder Fakultät, von jedem Fachbereich ein Student, eine Studentin explizit vorgestellt wird mit der kurzen Biografie, stellvertretend natürlich für die ganze Fakultät, den ganzen Fachbereich. Also gleich Wertschätzung zu Beginn des Studiums, ein Zeichen in die Studierendenschaft hinein, sehr, sehr schön. Beide Hochschulen nutzen die Gelegenheit der feierlichen Immatrikulation auch immer, um eine Reihe von Preisen zu vergeben, sei es für die beste Lehre, sei es über das DAAD-Austauschprogramm, sei es für besonders hervorragende Studienleistungen. Auch das passt sehr, sehr schön zu diesen Formaten in diese Veranstaltung. Und es ist im Rahmen der Hybridisierung, das aus dem Fernsehstudio quasi übertragen wurde oder aus der Aula bei der Ernst-Abbe-Hochschule, es ging irgendwie würdig und doch lockerer zu als sonst. Da war viel Musik dabei, viele Einspieler, auch mit Tanzeinlagen, die das Ganze deutlich aufgelockert haben. Und ich glaube, dass das die Studierendenschaft, die Zuschauer an den Bildschirmen vor allen Dingen auch ganz besonders angesprochen hat. Aus Sicht der Stadt ist es natürlich genauso wichtig wie aus Sicht der Hochschulen selbst, dass die Studierenden wieder zurückkehren, auch in Präsenz wieder zurückkehren. Wir haben alle miteinander ja gesehen, wie leer sich die Stadt anfühlt während Corona, wenn die Studierenden eben nicht in so großer Zahl in der Stadt unterwegs sind, wenn vor allen Dingen auch für die Studierenden die Veranstaltungen nicht in Präsenz stattfinden können. Gerade für Erstsemester ist es ja wichtig, in den ersten Tagen und Wochen Orientierung zu finden, Freunde zu finden, Kommilitonen kennenzulernen. Die Freundschaften halten ja dann oft über ein Leben lang. Und die Frage, wie machst denn du das? Ist der Kurs besser? Wie ist der Dozent? Kennst du den schon? Das sind ja alles Dinge, die sich irgendwie auf Distanz über Videokonferenz sehr schlecht kommunizieren lassen. Insofern habe auch ich dort auf beiden Veranstaltungen den Wunsch und den Anspruch der Stadt hinterlassen, dass wir uns alle Mühe geben wollen, die Rahmenbedingungen in der Bekämpfung der Pandemie auch so zu setzen, dass das Präsenz- bzw. Hybrid-Präsenzsemester, das sich beide Hochschulen vorgenommen haben, auch als solches stattfinden kann bis zum Ende. Das ist nicht ganz leicht. Wir sehen im Moment ja die Zahlen wieder deutlich, deutlich steigen, auch hier in Jena. Wir haben allerdings von unserer Seite von Beginn an der jetzigen, ja, will man es Welle oder Plateau nennen, versucht dafür zu sorgen, dass die Regelungen, die wir stadtseitig treffen, überschaubar bleiben, einfach bleiben, anwendbar bleiben. Im Prinzip sind wir jetzt in Warnstufe 1 ja mit 3G gefahren. Und das ist nachvollziehbar, da kann sich jeder drauf einstellen, da kann jeder damit planen. Wir hoffen sehr, dass der Freistaat zügig für die Warnstufen 2 und 3, auf die wir ja inzwischen alle zulaufen, klare Regelungen von Seiten des Landes vorgibt, damit es eben nicht zum Flickenteppich kommt, damit nicht die eine Kommune so und die andere so reguliert und jeder das Fahrrad für sich selbst neu erfinden muss. Da hoffen wir auf klarere Vorgaben, die bislang leider fehlen. In der Verordnung und auch im Eindämmungserlass ist das bei Weitem nicht konkret genug. Wir haben mit Freude zur Kenntnis genommen, dass der Freistaat jetzt auf die Linie eingeschwenkt ist, dass dort, wo noch nicht geimpft werden kann, also an den Schulen, die Schülerinnen und Schüler
dass dort ein stringentes Testregime fortgeführt oder jetzt wieder neu eingeführt wird, Testpflicht, damit wir eben Infektionsherde möglichst zurückdrängen können. Wir sind leider, das muss ich auch an dieser Stelle sagen, mit dem Gesundheitsamt wieder an dem Punkt, an dem wir in früheren Wellen schon standen, dass aufgrund der immens gestiegenen Fallzahlen die Kontaktnachverfolgung, also in jedem Fall nochmal die 20, 30, 50 Kontaktpersonen zu ermitteln und abzutelefonieren, dass das vom Gesundheitsamt in Echtzeit nicht mehr leistbar ist. Deswegen bitten wir alle, die Bevölkerung, um Unterstützung ihrerseits. Wir schaffen es nur noch, die Positivfälle rechtzeitig zu ermitteln und denen das zu kommunizieren und bitten dann herzlich darum, dass ihrerseits dann dafür gesorgt wird, dass die Kontaktpersonen durch die positiv getesteten Personen selbst informiert werden. Wir kümmern uns darum, dass wer dann als Kontaktperson sich in Isolation begeben muss, gegenüber dem Arbeitgeber die Lohnfortzahlung geltend machen kann. Da braucht es ja dann den Nachweis über die Quarantäneanordnung vom Gesundheitsamt. Das können wir nachreichen, wenn man sich meldet unter Bezugnahme auf die positiv getestete Person. Da haben wir den Prozess deutlich entschlackt, deutlich pragmatischer gestaltet, sodass wir da immer hinterherkommen können. Aber die Bitte, wie gesagt, unterstützen Sie uns da. Das schaffen wir inzwischen nicht mehr alleine bei diesen Fallzahlen. Zweites Thema oder zweieinhalbtes, nachdem wir jetzt Corona auch ein bisschen gestreift hatten. Es gab vor wenigen Tagen die Übergabe eines Schecks, einer Spende, eines Dankes von Seiten der Stadtwerke Energie. Gunnar Schmidt, der Geschäftsführer, hat den Scheck mitgebracht und der Stadt, die das gerne begleitet hat, an die Feuerwehr, an den Fachdienst Feuerwehr bei der Stadt. Und stellvertretend waren dann natürlich auch alle freiwilligen Feuerwehren mitgemeint. Es ging konkret darum, Danke zu sagen, noch einmal für die hervorragende Zusammenarbeit am 10. Februar diesen Jahres. Das war der Tag, kurz nachdem wir die immensen Schneefälle hier hatten und wo dann bei klirrender Kälte, zweistellige Minusgrade, eine Havarie im Fernwärmenetz im Norden Jenas auftrat. Das ist etwas, was so im Normalbetrieb, bei normalen klimatischen Bedingungen gar nicht weiter auffällt. Da rücken die Stadtwerke Netze dann aus, lokalisieren die Stelle, reparieren das. Da gibt es vielleicht mal für einen halben Tag oder für einen Tag eine Straßensperrung, um dort reparieren zu können. Und danach ist alles wieder wie vorher und es merkt fast niemand. In dem Fall aber war es zum einen schon mal schwierig, die eigentliche Stelle zu lokalisieren. Ja, man hat gesehen, dass da Wasserdampf austritt, aber wo genau das Leck war, hat bei diesen Bedingungen, gefrorener Boden und klirrende Kälte draußen, schon mal eine Weile gedauert, um die Position einzugrenzen. Und die Reparatur war natürlich dann auch nicht einfach. Und es kam dazu, es waren ja von diesem Fernwärmeausfall 6.500 Haushalte betroffen. Und es ist über den Tag irgendwann nicht ganz klar gewesen, ob man das schnell genug wird reparieren können, damit die Fernwärme wieder läuft, bevor die Nacht anbricht. Und weil das nicht sicher war, haben wir dann im Krisenstab, der eigens für dieses Thema schnell zwischen Stadtwerken und Stadt gebildet wurde, den Katastrophenfall ausgerufen, damit wir da reagieren können. Und dann kam die Feuerwehr ins Spiel. Und dafür heute der große Dank, auch in diesem Format nochmal, für die großartige Unterstützung, was wir ohne die Feuerwehr nie hätten leisten können. Zum einen haben wir eine riesige Welle der Solidarität in der Bevölkerung gesehen. Auch dafür mein herzlicher Dank an die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt, dass Menschen Heizgeräte privat zur Verfügung gestellt haben, die dann in Wohnungen zum Einsatz kommen konnten, dass Menschen Betroffenen angeboten haben, sie für die Nacht aufzunehmen, Freunde, Verwandte, zum Teil aber auch fremde Menschen, die man aufgenommen hat. Und die Verteilung dieser Heizgeräte hat die Feuerwehr im Wesentlichen übernommen. Und es stand die Frage im Raum, wie schaffen wir es, alle Menschen zu informieren, dass sie von dem Problem überhaupt Kenntnis erlangen. Die Wohnungen sind ja nicht sofort kalt, aber über Nacht werden sie so ausgekalt, dass es durchaus zu Gefahr für Leib und Leben hätte führen können. Und deswegen war es ganz entscheidend, dass wir alle Betroffenen mit der Information auch erreichen. Das war klar, dass das über Zeitung, Radio, Fernsehen, auch Social Media nicht alle erreichen würde. Und deswegen haben wir im Stab gesagt, wir müssen da von Tür zu Tür gehen. Und genau das haben die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr gemacht. Haben 6.500 Haushalte
abgelaufen, geklingelt, geschaut, ob jemand da ist, für den Fall eben, dass eine Seniorin, ein Senior, der alleine lebt, der keine Kontakte nach draußen großartig hat und der von dem Problem gar nicht rechtzeitig mitbekommen hat, dass da niemand übersehen, dass da niemand vergessen wird. Und dafür einen Riesendank an die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr. Und das wollten die Stadtwerke und die Stadt auch nochmal unterlegen und haben einen Scheck überreicht, einen Danke-Scheck über 5.000 Euro. Und genau dieses Geld wird von der Feuerwehr eingesetzt in die Nachwuchsgewinnung, Nachwuchsförderung bei den freiwilligen Feuerwehren. Das ist also eine Win-Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Und wenn wir nochmal in den Februar zurückschauen, das ist damals wirklich gut gelaufen. Und wir haben am Folgetag den Katastrophenfall ja schon wieder aufheben können, weil die Stadtwerke dann das Leck lokalisiert hatten. Ein Dank eben auch an die Stadtwerke selbst und an die Firma Streicher, deren Kollegen dann konkret die Schweißnaht gesetzt haben, die das Leck gestopft hat. Ja, ein drittes Thema für heute noch. Wir starten oder sind ja gestartet mit dem Gedenk-, Erinnerungs- und Aufarbeitungsjahr zum NSU-Komplex, kein Schlussstrich, jetzt in die heiße Phase. Es hat in dieser Woche eine Veranstaltung im Rathaus gegeben, die quasi die letzte vorbereitende Veranstaltung war, die hier lokal allein stattfand, bevor jetzt das ganze Projekt bundesweit anläuft und in den nächsten 2 bis 3 Wochen über 700 Veranstaltungen bundesweit auf dieses Thema aufmerksam machen, dieses Thema ins kollektive Bewusstsein zurückholen. Hier gab es konkret im Rathaus eine Podiumsdiskussion, an der die 3 Oberbürgermeister dieser Stadt nach der Wende, also Peter Röhlinger, Albrecht Schröter und ich, gemeinsam teilgenommen haben und ja in jede Amtszeit dieser 3 die Entwicklungen gefallen sind. Die Sozialisierung und Radikalisierung der Terroristen des NSU-Netzwerks, dann das Auffliegen und der Kampf der Stadt darum, wie gehen wir mit diesem Thema um, und jetzt die bewusste Auseinandersetzung, die Aufarbeitung damit, nicht mehr nur ganz allgemein und in aller Breite mit dem Thema Rechtsextremismus, sondern ganz gezielt eben auch die Aufarbeitung des NSU-Komplexes. Die Auseinandersetzung mit der Frage, wie konnte es dazu kommen, wie können wir vorbeugen, dass sowas nie wieder geschehen kann. Wie gehen wir auf die Opfer, auf die Betroffenen zu, dass es nicht eine rein täterzentrierte Diskussion dieses Themas gibt, sondern dass gerade die Opfer und Betroffenen stärker in den Fokus gerückt werden, dass sie Trost erfahren, dass sie Anerkennung erfahren, dass sie auch spüren, dass der Gesellschaft das nicht egal ist, dass die Gesellschaft bei ihnen steht, dass sie sie unterstützt und dass wir alles dafür tun, dass sich so etwas nicht wiederholt. Ganz wichtig, und das haben wir in der Podiumsdiskussion gemerkt, als einen der zentralen Punkte ist es, eine gewisse Gleichgültigkeit der Mehrheitsgesellschaft aufzubrechen, die glaubt, sich mit diesem Thema gar nicht auseinandersetzen zu müssen. Es ist ein Thema, mit dem wir arbeiten müssen. Das sehen wir nicht zuletzt anhand der Entwicklungen, die sich gerade in Winzerla und Lobeda hier abspielen, wo islamfeindliche Postwurfsendungen in Briefkästen gesteckt werden. Da zeichnen sich ähnliche Muster ab, denen man früh begegnet muss, wo man früh klar machen muss, dass das so nicht gilt. Klar geworden ist auch, dass es bei dem Jahr 2021 Erinnern, Gedenken, Aufarbeiten nicht bleiben kann. Wir haben ja, das wissen Sie, den Weg über Mittel der Kunst gewählt, um das Thema ins kollektive Gedächtnis, ins kollektive Bewusstsein zurückzuholen, um auch eine gewisse Beunruhigung, so hat sich Albrecht Schröter ausgedrückt, eine gewisse Beunruhigung in der Bevölkerung zu erzeugen, dass da ein Thema ist, mit dem man sich auseinandersetzen muss, dass man nicht wegsehen darf, dass man das nicht beschweigen darf, dass man nicht davon ausgehen darf, dass es sich schon irgendwie erledigen wird, dass es solche Tendenzen leider immer noch gibt. Das war ganz wichtig. Und uns beiden, Albrecht Schröter und mir und auch Peter Röhlinger, ist wichtig gewesen, und der Appell geht von uns dreien in die Zivilgesellschaft hinein, dass die verschiedenen Akteure, die in diesem Feld unterwegs sind, und da haben wir ja Gott sei Dank sehr, sehr viele, dass die tatsächlich im Schulterschluss miteinander unterwegs sind. Wir bemerken immer mal wieder Tendenzen, dass man versucht, so ein bisschen
sich auch wechselseitig abzugrenzen und jeder für sich drauf zu schauen, wer ist denn nun derjenige, der den richtigen Weg der Aufarbeitung, der den besten, den effizientesten Weg der Aufarbeitung gewählt hat. Da würden wir drei OBs uns wünschen, dass man das nicht tut, sondern dass man gemeinsam, dass man die Binnenunterschiede, die es gibt, beiseite lässt, sondern dass man gemeinsam voranschreitet. Dass auch der runde Tisch für Demokratie wieder interessant wird, für alle politischen Parteien sich dort einzubringen. Und dass es eben keine kleineren Ränkeleien um den vermeintlich einzig richtigen Weg der Aufarbeitung gibt. Das wäre mir wichtig. Wir haben seit gestern übrigens auch, wenn es um das Stichwort geht, ins Bewusstsein zu rufen, die Preisträgerin des Lenz-Preises des Vergangenen, die jetzt ihr Projekt in Umsetzung bringt, die einen Audio-Walk durch die Stadt anbietet, wo man mit dem Handy durch die Stadt sich bewegen kann und verschiedene Stationen ablaufen kann, wo hatte der NSU-Komplex, wo hatten die Täter damals hier ihre Wirkstätten, wo findet man heute noch verborgene oder auch offensichtbare Spuren des NSU und wie kann ich persönlich mich damit auseinandersetzen als der oder diejenige, der oder die dann eben mit dem Handy am Ohr unterwegs ist und sich diesen Audio-Walk vor Ort jeweils anschaut und Informationen mitnimmt, die vielen wahrscheinlich gar nicht bekannt sind. Also, wir starten jetzt in die heiße Phase dieses Projektes und die Diskussion mit den drei OBs war quasi die letzte Vorbereitung dazu, die nur lokal gedacht war und jetzt wird das Ganze bundesweit ausgerollt, dieses Projekt. Herzliche Einladung an Sie alle. Dieser Audio-Walk, den beginnt man am besten am Volksbad. Dort findet man Plakate mit einer Bedienungsanleitung quasi, welche Homepage man aufmachen muss und wie man dann diesen Walk jeder für sich oder auch die Familie vielleicht mitnehmen machen kann. Tun Sie das gerne. Herzliche Einladung dazu. Ja, und dann soll es mit diesen drei Themen das für heute auch gewesen sein. Heute verabschiede ich mich an der Stelle für eine Woche in einen nochmal kurzen Urlaub. Das heißt, nächste Woche Freitag wird es keine Videobotschaft von mir geben. Wir sehen uns dann in zwei Wochen an dieser Stelle wieder. Und bis dahin wünsche ich Ihnen zwei schöne Wochenenden, eine schöne Woche dazwischen. Erholen Sie sich gut über die Wochenenden, bleiben Sie schön gesund und dann sehen wir uns in zwei Wochen an der Stelle wieder. Bis dahin. Machen Sie es gut.